Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Türchen meines Adventskalenders 2020 hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr wisst, habt ihr in diesem Kalender die Möglichkeit gehabt, ein kurzes Video oder ein Foto einzusenden von eurem Aquarium und ich werde das Ganze hier zeigen. Also ich würde sagen, wir quatschen ganz lang, sondern öffnen direkt das nächste Türchen. Los geht's! Hey Leute, willkommen zu Türchen Nummer 4 unseres Adventskalenders. Heute hat uns Dennis Bundendick ein Foto eingesendet, beziehungsweise zwei Fotos. Warum, erkläre ich euch gleich. Erstmal zu seinem Becken. Also das Becken lief ca. 8 Monate, als das Foto gemacht wurde. Handelt sich um ein 60F. Als Filter hat er ein JBL 902 mit Inline-Diffusor, also ein Inline-CO2-Diffusor. Am Anfang lief das Becken über Dry Start, deswegen auch zwei Fotos. Wir schauen uns erstmal den Dry Start an. Den seht ihr jetzt hier. So sieht der Dry Start aus. Da hat er Bodendecker genommen, hat das Ganze mit Folie abgedeckt. Sieht sehr schön aus. Ja, jetzt wisst ihr mal, wie ein Dry Start funktioniert. Wie gesagt, Dry Start ist dazu da, dass die Pflanzen sich immer erstmal festwurzeln und so und dann auch nicht mehr aufschwimmen können und dass das Ganze halt, wie gesagt, im trockenen Zustand abgedeckt, dass halt Luftfeuchtigkeit drin ist, erstmal anwächst und man es dann halt mit Wasser befüllt. Das ist ein Dry Start. Ja, leider hat er nicht dazu geschrieben, wie lange der Dry Start ging, aber ich denke mal ungefähr 3 bis 4 Wochen, schätze ich mal. So ist so die normale Zeit, was man das eigentlich macht. Ja, und dann hat er das Becken befüllt. Da schauen wir uns jetzt mal das fertige Aquarium an. Da ist es. Ja, ist sehr schön gewachsen. Ich denke mal, die Hintergrundbepflanzung hast du dann nachträglich noch eingesetzt nach dem Dry Start, weil im Dry Start sieht man halt nur den Bodendecker. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gewachsen. Sehr, sehr geiles Nature Layout. Auch mit der Wurzel, dass die vorne so über die Steine drüber wächst, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Lösung mit dem Skimmer ist meiner Meinung nach gut gelöst. Der passt ja genau von der Höhe her da rein. Hast du echt gut gemacht. Und ja, der Pflanzenwuchs ist halt auch super geil, super genial. Die ONF Flat One hat er drüber. Ist auch eine sehr schöne Lampe, die habe ich damals mal getestet, als die noch nicht auf dem Markt war. Sehr, sehr geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Ja, und ansonsten, das Becken sieht echt super schön gepflegt aus. Schöner Pflanzenwuchs. Schöne Butzower Landreihe vorne noch. Ich hätte vielleicht für den Hintergrund, wie gesagt, das ist aber wieder Meckern auf höchstem Niveau, für den Hintergrund statt der Alternatera Rosa Nervig vielleicht etwas Feineres genommen, hätte die vielleicht eher ein bisschen in den Vordergrund gesetzt. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache und wie gesagt, das ist auch Meckern auf höchstem Niveau. Mir gefällt das Becken sehr gut, sieht sehr schön aus, auch das Moos da oben, echt super schön, gefällt mir. Sehr gut. Ja, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und dann, wie immer, nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bei mir im Shop gibt es momentan eine Adventsaktion. Wenn ihr da Bock habt, ein bisschen was zu sparen, checkt's mal ab. Erster Link unten in der Beschreibung. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von dem Becken haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.